wollte ich mal was austesten. Okay, das geht nicht. Aber wenn wir M drücken, genau, haben wir nämlich das. Und ich habe nämlich einige Nachrichten nicht angehört. Ja. Ist die Frage, welche? Scheiße. Ich kriege sie alle. Ich könnte mir selbst auf die Schulter klopfen, aber mal im Ernst. Das sind keine blutrünstigen Kriminellen. In Rapture wimmelt es von Dichtern, Künstlern und... Diane, liebste, nein. Es tut mir leid, aber ich werde mich heute wieder verspäten. Ist egal. Rosenberg will mit mir über Fontaine sprechen. Ich versuche hier ein... Rapture verändert sich. Doch Ryan sieht die Wölfe im Wald nicht. Dieser Typ, Fontaine... Er ist ein Gauner, ein richtiger Dieb. Aber er hat das Adam. Und deshalb hat er hier das Sagen. Er steckt die Profite wieder in die Entwicklung noch besserer, noch stärkerer Plasmide. Außerdem baut er die Fontaineschen Armenhäuser, die in Wirklichkeit Rekrutierungsbüros sind. Er wird im Handumdrehen eine Armee von Splicern haben und dann wird's uns ganz übel ergehen. Ich sag's euch. Ja, ja, ja. So, geschützte Mauer, ganz wichtig. Wo wir das hier wahrscheinlich nicht mal hacken müssten. Ich glaube, das mache ich jetzt auch nicht, oder? Dreimal geht es immer in der Regel nur. Oh. In der Regel brauche ich sowas nicht hacken, weil... Das bin ich bei heute. Geiles Foto. Zweites Foto. Und das dritte Foto. Wer hat das? Hände hoch! Was ist denn das hier schon wieder? Granaten. Och Mensch. Ich muss mal hier wahrscheinlich wieder umstellen. Raketen sind auch ganz gut gegen die Typen. Jetzt haben wir eh alle befreit, jetzt gibt er ja keine mehr. Jo! Ja, fünf. Nein! Na gut, das war jetzt blöd. Warum habe ich hier eigentlich immer nicht den zweiten Effekt dazu? Oh. Hallo, Mann. Das war knapp eben. So. Autohack. Minen wieder. Sehr schön. Und Munition. Für die panzerbrechende Munition. Rot. Ich benutze Elektrizität am liebsten eigentlich immer. Fotografiert. Verdammt. So, ich habe ich doch schon eigentlich alles erledigt. Was will ich denn hier? Nee, wartet mal, da geht's ja auch noch lang. Hab ich nicht alles erledigt. Hier hoch noch, wa? Das ist der Sündelohn! Oh, jetzt habe ich mehrere. Ah, Nitro-Splicer. Normalen. Das war jetzt auch nochmal Info, oder? So, das war das letzte.
Oh, oh. Oh, der war nicht schlecht. Säuer, Alter. Ich schicke dich. Nicht vorbei! Du wirst bauseln, Freundchen! Noch vor der Dämmerung! Was alles? Kein Bumm? Jetzt findet man nie Granaten bei denen drin, ne? So, die habe ich ja schon. In den Kisten findet man irgendwie selten Granaten drin, ne? Der voll. Wahnsinn. Zu Besuch beim Abschaum der Menschheit. Sie haben ja eine Schwäche gegen Elektrizität, haben Sie gelesen. Hört sich so an, als würde das ausreichen. Wärst du so freundlich, dich auf den Weg zurück zu den Fontaine Fisheries zu machen? Ah, die konnten ja doch nicht. Die konnten ja doch fernkampf. Stimmt ja. Ah, das Lied, das kennt man auch. So, was haben wir hier? Pistolen wir jetzt langsam euch hier von allen ein bisschen viel. Sollte aber mal doch vielleicht ein bisschen wieder auf das hier arbeiten. Gleich was gefunden. Klar. Ja, so. So. Ja. Oh, das war jetzt aber knapp. Ich dachte schon. Oh, das ist nicht schlecht. Da war nirgends was. Den Shotgun Money. Man kratzt hier wirklich jedes Mal so am Rande der Existenz teilweise mal, oder? Das ist echt strange. Aber das wollte ich jetzt aber nicht. Das war's. Genial. Oh, hätte ich gar nicht machen brauchen, ich Idiot. Das ist, glaube ich, das Zimmer. Hotelzimmer 7 hat mal vor einer Weile einen Code aufgeschrieben. 7533. Wo das Kind als Little Sister entführt wurde, für die Little Sister Projekte entführt wurde. Wir haben heute unsere Mascha gesehen. Wir haben sie kaum erkannt. Sam sagte, das ist sie. Ich habe gesagt, du spielst doch. Dieses Ding, das soll unsere Mascha sein. Aber er hatte recht. Sie hat einer Leiche bei den Fontaine Fisheries das Blut abgesaugt. Und als sie damit fertig war, ging sie Hand in Hand mit einer dieser schrecklichen Missgeburten fort. Sam rief ihren Namen. Ich habe kein Wort rausbekommen. Sam ist verrückt. Dieses Ding war nicht unsere Mascha. Ach, das habe ich beinahe übersehen. Gibt es überhaupt ein unheilsverkündenderes Geräusch als das eines Sicherheitsalarms? Mit shorten Alarms wird ihre Signatur so verändert, dass sie mit Alarmsensoren
interagiert und so die Dauer manipulieren können. Bullshit, boah, ich nicht. Also das. Achso, deswegen. Ich glaube, ich hätte warten müssen. Man muss, ja, das ist. Da braucht die auch die Kameras dann halt länger, bis sie mich. Bis sie mich erfasst haben. Was haben wir da? Ein Leadspicer. Bremst ihre alte statische Entladung andere nicht schnell genug ab, dann rüsten sie noch heute auf statische Entladung 2 auf. Ein Gen. Ja, genau. Das ist die Verbesserung von denen hier schon. Ist die Frage, ob wir beides verwenden können. Das muss das letzte. Mr. Ryan, ich glaube an Rapture, doch das heißt nicht, dass wir auch immer gewinnen. Fontaine Futuristics ist die größte geschäftliche Unternehmung in Rapture. Um mich klar auszudrücken, wenn wir diesen Lumpen Fontaine wegen Diebstahls und Schmugglerei verhaften lassen, müssen wir klarstellen, dass wir uns nicht sein Geschäft unter den Nagel reißen wollen. Wir sitzen im Rat, weil uns diese armen Schweine vertrauen. Nicht, weil wir von Gott dazu berufen wurden. Ja, da waren noch ein paar Ehrliche dabei, aber irgendwann zerfällt sowas halt. Das ist aber auch logisch. Dass sowas nicht langwierig ist. Was ist das? Auf den Boden! Auf den Boden! Oh, da sind zwei gleich. Oh, das war. Das sind zwei verschiedene, kann es sein? Ich weiß gerade gar nicht, welchen ich hier fotografiere. Fotografiere einfach. Nischt. Der Scheiß Rauch. Okay. Wie viele Fotos habe ich denn noch? Ja, gut, okay, das geht nicht mehr. Ach, nicht mehr Munition war. Pistolenkugel noch. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Da haben wir wieder ein paar Drohnen. Oder eine Drohne. Habe ich noch gekriegt, aber Glück gehabt. Und was kriege ich? Als ihre Gegner haben ihre Sicherheitsvorrichtung aufgerüstet. Deshalb sollten sie ihre Hacking-Fähigkeiten ebenfalls aufrüsten. Holen sie sich. Security Expert 2, neueste Erfindung von Hexmart. Das ist perfekt. Na, hat sie mich entdeckt, wa? Nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich hab dich für Geld verraten! Ich schicke dir vor! Okay, weg hier. Oh, wartet mal. Kann ich nicht. Genau, ich kann die ja jetzt hacken. Hahaha, ich kann ihnen die wegnehmen. Ja, ja, ja. Jetzt wird es dann noch einfacher. Guckt euch das an, Alter. Geil, oder? Wie viele Verlangsamungsteile ich hier dabei habe mittlerweile. So. Machen wir das mal schon mal hier hin, weil ich ja weiß, dass ich das brauche. Nee, das brauche ich da nicht. Egal. So, so. Und ein Knie nach. Wann, wo ist es denn? Ja. So,
Sünder verbergen sich im Dunkeln. Ups. Verdammt. So, die Drohne nehmen wir aber mal mit, damit sie mich nicht... Okay, das geht nicht. Wo ist er jetzt? Oh, der Zirkus der Werte geht mir auf den Keks. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. So, das ist das, was ich immer aufrechterhalten muss. Das machen wir auch mal. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Als die Deutschen in ihrem Wahn sich da ein Licht denke ich auch hacken, wenn die auf meiner Seite sind? Ja, ich glaube schon. Ups. Muss ich bloß die ganzen Teile noch dafür finden. Ach ja, ein paar Verlangsamungsteile wieder. Fertig. Ist es. Nee, kann ich nicht. Das ist natürlich schade. Aber man kann kurzzeitig diese Leichen noch. Dafür kriegt man zwar nicht mehr so viel. Jetzt, wenn man sie am Leben fotografiert, aber man bekommt immerhin noch was. Ich glaube auch nur einmal, genau. Mir die Kamera zerstört. Geht mir echt auf den Geist. Aber sie ist mein Ein und Alles und sie ist wunderschön. Ich fürchte, Gott will mich dafür bestrafen, dass ich Patrick und sie hierher gebracht habe. Ich dachte, unser Leben würde dadurch besser werden. Oh je, wie blöd kann man eigentlich sein? Und noch einmal. Naja, kann sich doch meine Drohne drum kümmern. Hä? Haben wir erledigt gekriegt? Okay. Ist das schon gehackt? Ich wollte mal gucken. Ach, verdammt, Antiperson. Das brauche ich nicht. Tatsächlich. So, jetzt haben wir ihn aber. Das war's, glaube ich. Jetzt können wir noch die ein bisschen fotografieren. Alter. Hier war noch was? Ja. Chips. Hey, hier kriegst du keine mehr raus, mein Freund. Ja, man könnte sie jetzt killen, um noch ein bisschen Munition und so zu bekommen, aber ist ja scheiße. Hier hin, ne? Okay. Achso, der ist ja in den Hauptraum zurück. Ah! Nee, scheiße, ich hab die Söhne und Teil schon. Such dir ein besseres Fuß, Monster!
Oh, Mann. Da oben ist wieder so ein Spider-Splicer. Und dann haben wir jetzt den fertig. Schaden plus 2. Jetzt kriegen wir wieder ein Item, glaube ich, dafür. Oder so ein Schaden plus 2. Los, Drohne. Die. Alter, was sie aushält. Oh, Auto-Explosion. Ranch-Locker, was ist das nochmal? Wenn sie mit Gegnern kämpfen, ach so, ja, die größer sie stärker sind als sie, müssten sie jeden Vorteil nutzen, da bekommen können. Mit dem Ranch-Locker sind sie im Vorteil, wenn sie. Ja, das ist Bullshit. Was ist da los? So, nehme ich jetzt Körperpanzer? Ich weiß es nicht. Blastboom ist auch nicht so. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Habe ich auch immer sehr gerne genutzt. Zorn ist echt nicht übel. Bringen Sie Ihre Gegner in Rage. Sie lachen, während die aufeinander losgehen. Genau. Das ist echt nützlich. Mich greifen sie dann nämlich nicht an. Die greifen dann nämlich jeden anderen an. Das ist nämlich viel nützlicher als das andere. Jetzt ist die Frage, sind hier unten noch welche? Weiß ich das natürlich nicht. Ah, jetzt habe ich den Code hier nicht rausgefunden, wa? Ich glaube, das ist einer meiner Kundenbinder, denke ich mal.